Ich spring kurz zu Gianni. Gianni, ich habe schon gerade erzählt. Komm gerne zu mir rüber. Ich habe schon gerade ein bisschen von deinem Leben erzählt. Von deinem Was war das? Jetzt geht's los. Und vielleicht magst du uns mal ein bisschen auch von deinem Leben erzählen. Wie gesagt, du bist aufgewachsen als Roma, du bist geboren als Roma. Und dann diese ganzen Stationen deines Lebens. Magst du uns einen kurzen, schnellen Abriss geben, wenn das geht? Vater ist, dreifacher Großvater ist und erst 43 ist, weiß ich ganz genau, was das für ein krasser Weg ist, um sowas umzupolen. Deshalb, we need you. We need you. Vielen Dank für diese Worte, Jan. Du hast, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch fragen soll, aber ich würde gern wissen, was dich gerade so richtig wütend macht. Was ist etwas, was dir das Blut zum Kochen bringt? Ich möchte da ganz kurz eine Anekdote erzählen, als ich nach Berlin gefahren bin. Ich bin mit der Bahn gefahren. Ich hatte das Glück, erste Klasse-Ticket zu bekommen. Und irgendwann mal bei Hannover stieg ein ukrainischer Mann ein, der Deutsch gesprochen hat und versucht hat, Geld zu sammeln für Menschen, die gerade wirklich hier in der Nöten sind. Und er kam in die erste Klasse rein. Wir hatten bei Hannover 5 Minuten Aufenthalt. Und da war ein weißer, etwas älterer Mann mit seiner Frau in der ersten Klasse. Und er fühlte sich von dieser Aktion sehr provoziert und fühlte sich gestört und hat seinen Unmut darüber laut gemacht. Und wir saßen alle in der ersten Klasse und kein Mensch hat was gesagt. Und ich stand hinter ihm und habe ihn darauf angesprochen, habe gesagt, sagen Sie mal, finden Sie es anständig, in der heutigen Zeit Menschen, die auf der Flucht sind, die kein Geld zum Essen haben, geschweige denn irgendwie irgendeine Sicherheit haben hier in unserem Land, dass Sie die so verhöhnen in Ihrem scheiß erste Klasse Wagen mit Ihrem scheiß Gulasch? Das hat mich wütend gemacht. Das hat mich wütend gemacht. Dieses weiße, fette Privileg, was viele Menschen hier haben und Solidarität nur irgendwie als, keine Ahnung, Teilzeithobby sehen. Nein, werde zu SolidaritäterInnen und Ukraine und Roma und alle Menschen, die hier marginalisiert und mehrfach diskriminiert sind, vor allen Dingen. Menschen mit Behinderungen, Transmenschen, Menschen mit Migrationsvor- oder Hintergrund, Sinti und Roma, schwarze Menschen,